So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Kleinen Plan überlegt hier, ne? Die Idee war halt erst, ich zoome mal ganz raus, Popel in Union mal anzugreifen. Einfach nur, weil wir da beide halt schön weit weg sind von den dicken, fetten Japati, ne? Die relativ stark sind oder viel zu stark sind, übermächtig sind. Und da oben irgendwas einzunehmen, Problem ist, das funktioniert alles nicht. Aktive Sensorverbindung haben wir jetzt auch wieder. Wir denken, das ist so, dass wir die nicht machen können, wenn wir im Krieg sind. Nur wenn wir Frieden haben, jetzt nicht miteinander, sondern generell. Deswegen konnten wir eben die ganze Zeit nicht. Knechtschaftsanfrage von den Japati, Digga. Das heißt? Es gibt keinen Grund für euren Untergang, beendet eure Expansion und akzeptiert uns als Herren, dann werdet ihr verschont. Was bringt denn das, wenn ich. Ich mache mal kurz Pause. Was bringt denn das, wenn ich da zustimme? Was ist denn Knechtschaft? Was heißt denn das dann? Oh, Ja. die Otage haben auch gerade irgendwie das Friedensangebot gesprochen. Ja, habe ich gerade gesehen. Oh, heißt es, die kommen dann an, Digga? Na, was würde passieren, wenn du es annimmst? Da bin ich Knechtschaft, das heißt, ich bin ein Vasall, oder? Oder machen. Aber dann müssen wir mit denen ihren Kriege mitführen, ich weiß nicht. Die sind ja übermächtig, wie sollen die verlieren? Im Moment. Im Moment können die nicht verlieren. Die können nur die in uns verlieren. Also du willst jetzt schon. Mal ablehnen oder was? Und darauf ankommen lassen? Ja, die haben eine 170.000er Flotte, ne? Ja, schaffen wir schon. Ich denke mal, Abgelehnt. wir könnten. Dann lassen wir jetzt keinen anderen Krieg erstmal starten und erstmal ganz kurz verweilen, ob die jetzt. Mei, wieso? Oh, Scheiße! Was denn? Ah, das war eine dumme Idee. Mit dem Ortaga habe ich jetzt Grenzkonflikte minus 149. Na gut. Mindestens minus Greifen wir durch. doch Popeln an. Also eigentlich wollen wir Popeln nicht angreifen, weil die mit Otaga nämlich im Defensivverbündnis sind und seht ihr mal das Reich an, das wird also relativ Die stark können wir werden. nicht angreifen, bist du wahnsinnig. Da könnte ich gegen Bubblim und Ortaga gleichzeitig kämpfen. Naja, passiert. Friedensangebot Otaga mit. Mit wem denn? Mit dem kleinen Pupsreich da? Wahrscheinlich. Das Problem ist, dass Sekret auch so stark ist, ne? Das ist halt der Wahnsinn daran. Ja, aber mit denen können wir es noch aufnehmen, eher. Auf jeden Fall Great Kunion, dass du da auf jeden Fall sicherst. Aber sind die denn wirklich immer noch? Garantie Lass es doch. widerrufen, Otaga garantiert nicht mehr die Unabhängigkeit von dir, Digga. Ich glaube, wir würden kurz mal die Beine stillhalten, weil es kann sein, dass Otaga gleich mal. Ne? Weil wahrscheinlich, weil du jetzt eine offene Grenze hast oder so, keine Ahnung. Vielleicht doch, Nee, weil weil ich du. da. Ja, weil ich jetzt oben das Gebiet da Ich glaube eingenommen auch, habe, dieses kleine wahrscheinlich. Gebiet Ja, hier, Eisproval, eingenommen ja. hast. Ei, Ich nenne es nochmal um. In einen etwas passenderen Namen. Okay. da wir jetzt eh warten müssen, Freunde, dann nehme ich mal bloß die ganzen Systeme wenigstens um. Dass ich da so ein bisschen mehr Also das. wissen wir jetzt immer noch nicht, was wir machen. Im Moment ist. Ich würde im Moment gerade die Beine stillhalten. Weil, also, wenn wir richtig Pech haben, dann kriegen wir jetzt von allen auf den Sack, ne? Gleichzeitig. Vielleicht ungünstig. Das ist wohl wahr. Bin ich dann sicher, aber vielleicht ungünstig. Und wie gesagt, Freunde, mein Problem ist das da. Also ich kann gleich nochmal was bauen. Nachdem ich die Sachen hier umbenannt habe, werde ich auf jeden Fall nochmal ein paar Schiffe bauen. Aber das heißt ja jetzt auch nicht irgendwie, dass dann auf einmal wir hier, ne, Schmitz Katze sind. Das ist einfach nur, dass wir ein bisschen stärker sind als vorher. Viel mehr heißt das eigentlich gar nicht. So, wir haben auch leider keinen Planeten mehr frei, was auch ein bisschen doof ist an sich. Die können wir auch mal alle machen. Ah, der ist jetzt mal Du hast im fertig. Krieg alles besiedelt, ja?
Ja, nebenbei. Ja, hallo? Du nicht, oder was? Oh, schön. Also, dass das mein Sektor für mich macht. Ich helfe da immer gerne noch ein bisschen nach, so, weißt du? Den Jungs musst du auch einfach mal teilweise zeigen, wo der Hase hinläuft. Wo der Hase liegt, oder wo der Hase begraben ist und der Hund im Pfeffer liegt? Den Spruch kenne ich noch nicht. Was brauchen wir? Wir brauchen die beiden. Ja, und dann machen wir jetzt. Was machen wir hier eigentlich hin? So eine Dehnklinik? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was ist denn administrative Operation minus 10%? Ja, komm. Auch wirklich Pech gehabt, dass die genau da bei uns starten. Und dass wir oben uns nicht ausbreiten können, weißt du? Genau gegenüber uns nicht ausbreiten können. Was ist, Moment, jedenfalls nicht. Wo ich das super gerne. Ich hätte das System nach rechts nicht nehmen sollen, dieses hässliche. Ja, ist doch okay. Wir können auch mit der. Also, wie stark ist denn Otaga? Das ist wahrscheinlich die stärksten nach dem. Ja, überwältigend. Eben würde ich wieder Flottenstärke, aber der Rest ist überwältigend, okay. Also bei mir jedenfalls. Gut, Forschen holen wir sie irgendwann ein, sicherlich. Okay. Jetzt wollte ich noch ein neues Schiffsdesign aufsetzen, Freunde. Die Drehbuchrets, die 10 Stück lassen wir mal so, wie sie sind. Noch einen neuen Schlachter hier. Genau. Und die machen auf jeden Fall diesen Waffen, den Itza-Waffen-Slot, den ich so gut finde. Und dann ist halt die Frage, ob wir wieder Dinge nehmen. Der ist aber mit der Punktverteidigung, den Trägerkern, den können wir eigentlich wieder nehmen. Und hinten müssen wir wahrscheinlich wieder das Artillerie-Hack nehmen. Hier machen wir mal komplett wieder Energie rein in die ganze Sache. So, und vorne haben wir jetzt nämlich frei die Megakanone, die wir, glaube ich, noch weiterentwickeln können. Und diesen fokussierenden hast du nicht gesehen. Und da gibt es halt gleich einen neuen quasi. Eine neue. Deswegen gucken wir da gleich mal an. Die Punktverteilung machen wir wieder mit, damit, wenn die Raketen schießen, wieder ohne Chance haben, da denen was zu setzen. Diese komischen Jägergeschwader, die sind, glaube ich, auch relativ geil eigentlich. Haben wir hier hinten was Neues bekommen? Die Gauss, den Gauss-Laser haben wir jetzt bekommen. Aber ich glaube, ich würde wieder entweder die kinetische Batterie nehmen, die war eigentlich ganz cool. Ups. Und bei S könnten wir jetzt auch mal den Laser nehmen, der hat eine 40er Reichweite. Also 40 oder 45 Reichweite ist halt auch, ne? Die Genauigkeit von dem Gauss-Kanon ist halt relativ scheiße, sehe ich gerade, okay. Dann machen wir hier mal den Laser rein, aus Spaß. Ja, dann wissen wir wenigstens, wenn sie schießen, welche ist. Dann machen wir hier noch zwei Schilde. Auf jeden Fall zwei Schilde mindestens. Ich denke mal, ja, das wird in die Richtung gehen, dass wir hier vier Schilde reinknallen. Und die, wie viel Energie kosten die eigentlich? Och, die kostet doch nicht so viel. Ja, und ich kann ja erstmal die Megakanone reinknallen. Und dann gucken wir immer noch weiter, Freunde. Bringt das? Ne, das geht halt wieder nicht, ne? Ganz klappt die das nicht, Freunde. Bisschen schade. So. Das Ding nennen wir nicht Drehbuchretz, was gibt's denn noch, Digga? Mangeln. Ballistenmangel, Onega. Onega war, glaube ich, die Vorstufe. Mangel war, glaube ich, das letzte, oder? Nee, Belagerungsmangel. Onega war der letzte. Ja, Onega, komm, nennen wir so Onega. Friedensangebot, ja, Party mit Aftyrien, ne? Die haben genug. Bedeutet das, dass die jetzt mehr was von denen kriegen? Sieht im Moment nicht so aus, oder? Haben die was bekommen, groß? Oh, ich kann auch schon Gigakanone 2 entwickeln, stimmt. Ja, wann ist denn die fertig? Ah, nee, die Partikellanze will ich dann machen, Digga. Einfach nur, ne, warum nicht? Mehr Panzerungsdurchdringlichkeit, weniger Schildbeschädigung. Aber warum nicht? Ich krieg gleich die Stufe 2 fortschrittlicher Nachbrenner. Ich glaube, die sind in meinem normalen Schlachter, sind die, glaube ich, drinne. Megastrukturen schon erforscht? Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe vorhin. Weil ich hatte ja was für Megastruktur-Restaurierung, aber ich hatte, glaube ich, noch nie gesehen, dass man die überhaupt. Das ist eine galaktische Börse, produziert 10 Energie, Feldproduktion 10%. Im Reich einzigartig, okay. Wo ist das Sinnvollste? Und hier unten speichert aber jetzt die 20.000 Mineralien, das ist nicht schlecht. Megastruktur, ah, das ist das Ding, was du, glaube ich, jetzt überlegt hattest, ne? Du hast sonst was Cooles? Ja. Sturmfeuerrakete? Ist das eine Weiterentwicklung von irgendwas?
60er Reichweite gefällt mir nicht so. Die ist die Dieder-Kanone. Aber da haben wir ja gerade die andere, Freunde, ne? Das Ding, das dauert halt ewig, ne? Aber dann haben wir 20.000 mehr. Ja, das ist gut. Machen wir mal. Auch wenn es ewig dauert, Freunde. Aber dann haben wir was Sinnvolles. So. Nee, war es jetzt fertig geworden? Nee, Partielands ist 18 Monaten fertig. Okay. Die klammern rein und dann tun wir mal weiter. Galaktische Börse, klingt gut? Meine Energiecredits sind jetzt voll. Was mache ich jetzt? Die ausgeben. Entweder ausgeben oder ich habe teilweise, ich versuche mal teilweise in. Soll ich doch Terraforming erforschen? Ja, entweder das. Oder aber du kannst ja auch zum Beispiel Energie speichern in die Sektoren und dann später zurückholen. Du hast halt nicht ganz alles, kriegst ja nicht ganz alles wieder, aber. Aber weißt du, was ich meine? Ja, eigentlich gar nicht so doof, ne? Können wir auch noch einen Planeten uns holen. Ich wollte jetzt mal eine Sache gucken und zwar, ich krieg 219 durch Weltraumhäfen und werde jetzt mal irgendeinen Weltraumhafen, der nicht voll ist. Aber erstmal das hier, warte mal. Observatorium und Hydrokultur. Und werde dann mal einfach einen von Stufe 3 auf Stufe 6 ausbauen. Der Bau wird gleich fertiggestellt. Erdbeben, lass mal hören. Geil. Hier, Stufe 2 können wir hier bauen. Weil im Moment machen wir hier nur Mineralien, Freunde. Das sieht im Moment eigentlich ganz gut aus. Schadensbericht. 500 Mineralien erlangt. Hm? Wie kann ich beim Erdbeben was bekommen? Leute, ne? Leute. Ja, das ist doch... Wurden meine Oberfläche verschüttet. Ich baue jetzt mal hier Stufe 6. Wie gesagt, wir haben Mineralien, wir können es einfach machen. Ob es was bringt, ist die andere Sache. Also wir haben 219, merkt euch die Zahl. Ich baue jetzt mal überall ein paar Verbesserungen. Dauert natürlich auch ein paar Minuten, bis sie fertig sind, ne? Klar. Bin ich gerade da nicht mehr so sicher, wo wir jetzt überall was gebaut haben. Hilfe hier noch nicht. Ach ja, wenn es mal wieder länger dauert. Vielleicht sind die ersten ja fertig, wenn ich jetzt alle hier eingegeben habe. Und dann sehen wir ja schon, ob es ein Fortschritt ist. Vielleicht bringt es auch nur mal jeweils einen Punkt oder so pro Weiterentwicklung. Aber selbst das, wenn ihr überlegt, dass wir auf alles noch Prozente kriegen. Im Moment könnten wir auch so da noch ein bisschen was bauen dann. Aber ich will erstmal die ganzen Ressourcen für die Raumhäfen ausgeben. Und wie gesagt, von der Notfall können wir uns immer noch von unseren Sektoren Ressourcen wiederholen. Die haben auch teilweise relativ viel schon angespart wieder. Aber das ist halt auch der sinnvoll, sehr sinnvoll im Kriegszeitalter, ne? Wenn du eine Flotte verlierst, dass du dir sofort die Ressourcen von deinen Sachen halt wiederholst. Von deinen Sektoren quasi wiederholst. Oh. Und dann weitermachst. Ja. Weiter die kolonisieren kannst. Wirklich. Die Sektoren machen ein bisschen wirklich. Was, ne? Deswegen, wenn der Sektor, ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, logischerweise, ob der Sektor Ressourcen hat. Ne? Wenn du also erstmal 1000 Mineralien gibst, dann baut er auch sofort was. Die haben genug. Also ich meine, ich bin jetzt durch, Freunde. Also hundertprozentig sicher bin ich nicht, aber ich meine, ich bin durch. Nochmal, 219 war es bis jetzt, 226 ist jetzt, das kann also gut sein. Kann auch sein, dass einfach nur einer fertiggestellt wurde, ein einzelner. Jo, ne? Hier haben wir noch einen neuen Planeten. Können wir einen wieder eingliedern? Das ist aber das Ding, was ich auch mal ganz gerne mache. Den noch nicht.
Der sieht schon mal gut aus. Der sieht schon mal auf dem. Achso, auf dem guten Weg dazu aus. So, brauchen wir auf jeden Fall noch einen Paradieskuppel. Dann Energiehub und eine Metallverarbeitungsanlage. Wollen wir die? Da. Und dann ist der eigentlich soweit fertig. Wo ist denn der Nord 1? Da ist der. Dann können wir den eingliedern. Der war ja mal eine Liga, Freunde. Jetzt ist er wieder weg. Nice. So, West 1. Das sieht noch nicht gut aus. Oder kann ich hier schon Stufe 2 Gebäude bauen? Nee. Kann ich noch nicht. Dann geht's halt nicht. Und Süd 2. Süd 2 sieht eigentlich auch gut aus, Freunde, ne? Den können wir, glaube ich, den können wir, glaube ich, eingliedern. Ja, was ich auf jeden Fall brauche, das merkt ihr ja selbst, ich brauche mal ein paar mehr neue Systeme dann. Süd 2, und die kriegst du ja durch Kriege, dann logischerweise. Jo, den gliedern wir ein, Freunde. Damit haben wir jetzt auch frei, damit brauchen wir jetzt ein weiteres Kolonieschiff. 244, also es bringt auf jeden Fall was, die Weltraumhäfen auszubauen, Freunde. Bringt immer nur so einen Punkt, wenn du eine Weiterentwicklung hast, aber wie gesagt, ihr seht es ja oben selbst, wir kriegen ja nochmal 50% davon drauf, also ein Punkt ist nicht richtig, sondern eher 1,5 und so, ne. Also von daher, das bringt schon was. Ihr seht schon, Mineralien ist mal ordentlich runtergegangen. Jetzt auf 8000 habe ich jetzt nur noch. Wie können wir unsere Energie mal ganz kurz gucken, ob wir noch was terraformen können, wie zum Beispiel diese tote Welt hier. Das kostet, glaube ich, immer 10.000, ne? Ja. Dann können wir, glaube ich, noch eine versuchen. Das ist nur ein, das sind zwei Planeten, da machen wir uns erstmal noch nicht ran. Machen wir lieber die tote Welt hier oben. Hallo? Ach, ich habe wieder falsch angeklickt. So. Weiter geht's, Freunde. Na, maximale Flottenpunkte gehen gerade hoch, Digga. Das ist schon mal gut. Fleißig. Werd noch 4 Monate muss ich noch warten, dann kann ich nämlich diese Partikellanze reinbauen, Freunde, in unser neues Gefährt da. Dann können wir auf jeden Fall die neue Variante bauen. Und dann will ich ja noch einmal die 10er-Variante bauen mit der Gigakanone, die wir noch entwickeln können und noch weiterentwickeln können. Eieiei. Oh, Freunde, 135 Monate. Also irgendwas haben wir gerade gemacht, dass das Ding runtergegangen ist anscheinend. Das ist ja Wahnsinn. Wahrscheinlich sind das wieder... Ich guck mal, hast du es? Wahrscheinlich genau. Ist hier nämlich der Erlass weg? Haben wir einen Erlass, der uns die Forschung irgendwie... verbessert. Eigentlich eher nicht, ne? Kann ich die Kanonen noch weiter als Stufe 5 entwickeln? Ich glaube nicht. Ich glaube, 5 ist das letzte. Und ich überlege gerade, wo war denn das, wo wir Erlässe und so machen können? Hier, ne? Richtlinien und Erlässe, genau. Können wir da irgendwas Cooles machen? Wir haben den Ingenieursbau schon. Ach du Scheiße. Ah, der galaktische Armada, 35% mehr Flottenkapazität, Digga. Wo ist das? Erlass? Kostet aber 1,3 dieser Dingspunkte. Wo ist das? Bei mehr und dann... Ich kriege nur mit Erlasse. Galaktische Armada kann ich da machen. Reparaturgeschwindigkeit, Verbesserungskosten, ne? So, nehmen wir mal. 2,2 noch mal. 2,5 kostet es. Bei dir. Oh, krass. Das war geil. 35%. Hallo? Das ist schon krass. Na, das machen wir. Ja. Jetzt habe ich 690 Max. Das ist schon mal geil. Jetzt können wir bauen, Freunde. Wo fliegen die? Stimmt. Die Forschung kommt. Ach, du hast da schon Forschung überall drin, oder wie? Ich habe da nur. Ja. Nee, ich habe da nur die eine Forschung. Kannst du nur eine Forschung machen? Ich habe nur Ingenieursforschung drin. Weil die bei mir am wenigsten ist. Kann ich hier jetzt rausnehmen, ist 0,6.
So, Partikellanze ist fertig, Freunde. Oh, da gibt's die nächste! Techlon-Lanze! Jungs, ich muss es doch machen, oder? Gibt's was anderes Sinnvolles? Kannst vergessen, ich mach die Techno-Lanze, auch wenn es 71 Monate sind. Das ist die weiterentwickelte Form, hallo? Klar mach ich die. So, Giga-Kanone raus, Partikellanze rein. Was bringt es an Schaden? Weniger leider, aber die können wir weiterentwickeln. Das ist doch Wahnsinn. Genauso machen wir das. Aber wir sagen, bauen wir mal 10 Onager, ne? Dass man die nicht irgendwie wegmachen kann hier, ne? Weil man die einfach nicht mehr braucht. Aber hier haben wir sie, Freunde. So, dann holen wir uns gleich mal ein bisschen Mineralien, wenn wir schon mal dabei sind. Von unserem Sektor, damit wir gleich weiter produzieren können. So, und während das ist, machen wir einen neuen Schiffsdesigner. Ich glaube, ich würde wieder die Trägerkern machen. Ich würde die wieder so aufbauen wie gerade, Freunde. Da übrigens die Nachbrenner, die müssen wir auch mal gleich nochmal machen. Müssen wir auch nochmal dran denken. Können wir nämlich unsere normalen Schiffe noch verbessern. So, da wollten wir jetzt die Megakanone Stufe 1 reinbauen und wenn die Stufe 2 dann irgendwann fertig ist, dann geht's los. So, was machen wir hier? Hier wollten wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, letztens immer diese chinesische Version. Da gibt es ja auch noch die zweite Version irgendwann davon. Punktverteidigungen. Und wir hatten jetzt den, wir hatten, glaube ich, den Gatling, den Laser. Jetzt können wir noch irgendwas anderes reinmachen, was irgendwie Reichweite hat. Na, 40 reicht ja auch schon. Plasmabeschleuniger. Wir machen die erstmal rein und gucken, wie viel Schaden das sind. 101. Und wenn wir die Ionenkanone reinmachen, 103 wären es jetzt. Ist weniger. Machen wir den Plasmabeschleuniger rein. Gamma-Laser wäre halt mehr, ne? Boah, viel mehr, ne? Und die Gauss wäre noch mehr? Eigentlich wäre die Gauss noch besser. Die Raketen sind weniger, ne? Ne, sind noch mehr. Ja, oder wir machen Raketen, Freunde. Ich hasse, Digga, du hast auch Raketen, oder? Raketen würdest du auch rausnehmen eher, oder? Oder was sagst du? Ich hab... Hast du Raketen noch drin oder hast du jetzt umgeändert? Ich hab für andere Sachen reingemacht. Alles hat die gleiche Reichweite. Ich hab den Weltraumwolkenblitz. Den kenn ich nicht. Plasmakanone. Ich hab bei größtenteils die anderen, die Gausskanonen drin, aber halt damit ein bisschen spannender ist. Wenn du nur einmal drin hast, das sieht irgendwie langweilig aus. Ja. Finde ich cool beim Gegner, die so verschiedenste Sachen. Aber wir machen einfach eine Kombination von den beiden hier rein und dann. Ja, scheiß auf die vier Reichweite, scheißen wir drauf. So, es gab Onenchart, Trebuchet, was gab's noch? Eine Ramme gab's noch, aber ist eigentlich falsch, ne? Ramme? Ramme, ne, weil H2 2. Es gab Onenchart, Rammeln und was kannst du noch bauen? Skorpion, glaube ich, war das. Skorpion. Petards. Hm? Petards. Die in der Burg, die so ein Fass tragen und dann explodieren. Ja, genau, die Dinger. so, dann können wir nämlich die auch noch bauen, Freunde. So, Kolonieschiff, wo wollten wir das Kolonieschiff denn hinschicken eigentlich? Ich glaube, hier unten irgendwo, ne? Das sind auch relativ kleine Planeten, aber... Nee, lassen wir es mal so. Aber wie gesagt, 712 jetzt schon mittlerweile. Das ist klasse. So mustert, Freunde. So mustert. Wovon? Also im Moment baue ich schon wieder 10 Schiffe und ich werde dann auch. Ja, im Grunde kann ich dann auch gleich nochmal 10 Schiffe bauen. Vielleicht 20 Schiffe mehr und dann wird es langsam interessant, Digga. Dann mache ich hier oben den Typen einfach alleine platt. Easy, Alter. Ja, das will ich sehen. Easy. Okay, machen wir so. Easy first try, Digga. Wie fahren wir jetzt? 7 von 9, 1 besiedeln wir gerade. Achso, wie sieht's denn wieder? Oh Gott, Freunde. Das sieht zwar immer schlimm aus, wenn man das alles hier weiterentwickeln kann.
Aber im Endeffekt ist es ja was, ist es ja was Gutes. Ne? Jetzt also immer mehr Rohstoffe. Das sieht im Moment immer so aus, als ob man es nicht brauchen würde, aber um halt mehr aufzubauen, ist halt leider in dem Spiel so, ne? Du musst halt immer mehr produzieren. Für eine größere Armee, ja. Na, die hab und dann brauchen wir, glaube ich, eine Metallverarbeitung noch. So, wie sieht es beim Raumhafen bei dem Ding aus? Ist auch fertig. Ich glaube, sonst ist ja alles gebaut, das heißt, der kann übernommen werden. West 1 kann übernommen werden. Ja, das war, glaube ich, der Witz daran, weil es eigentlich schon im südlichen Reich ist. Na, was soll's. Also mit West 1 ist da nicht viel. Süd mitnehmen. So, haben wir wieder einen. Haben wir wieder einen fertig. Den unten machen wir gerade noch. Dann brauchen wir noch ein neues... Oh, wo haben wir es denn? Jacken da? Ein neues Kolonieschiff. Bauen wir auch kurz mal. Nice, 5 Monate, dann, ist es, dann haben wir hier den Wohlstand übrigens fertig, was es nochmal Konsumgüter minus 20% gibt. Und wir kriegen nochmal ein bisschen mehr Einigkeit durch die Energiehubs, die wir haben. Und dann, Freunde, also ich habe mir nochmal angeguckt, Dominierung werden wir nicht machen, das hat eher was mit Vasallen und Vorherrschaft und so ein Zeug zu tun. Also wenn du irgendwelche Vasallen hast oder irgendwelche Leute da irgendwie zwingst für dich irgendwie was zu machen, das machen wir überhaupt nicht, deswegen kannst du die komplett hier eigentlich weglassen. Einzige, was hier sinnvoll ist, wenn du es annimmst, hast du Kriegsverlorenskosten, die nochmal... Hm. Was heißt das? Die Kriegsverlorenskosten zur Unterwerfung anderer Reiche. Ja, haben wir ja nicht. Das heißt, wir nehmen entweder auf Vorherrschaft oder wir nehmen die Diplomatie nochmal an. Wenn wir die annehmen, haben wir Diplomatie Einflusskosten minus 50% und ihr Vertrauenszuwachs wird erhöht. Das können wir machen, um halt gegen die Aya-Party vielleicht irgendwie gegenzuwirken dann. Ne? Dass wir irgendwie ein bisschen mehr auf Diplomatie mit dem Aya-Party machen. Also warum auch immer, ne? Sollen sie halt ankommen. Jungs, machen die alle platt. Und ansonsten... Ne, was soll ich machen? Hier. Das ist das wichtigste Gebäude. Das muss dann weiter. Dann sieht's gut aus. So, dann gucken wir mal bei den Raumhäfen, ob wir jetzt da wirklich so weit... Nee. Der ist nicht durch. Ob wir so weit durch sind, das sieht bei dem Sektor jetzt gut aus. Bei dem Sektor... alles tutti und beim nächsten Sektor haha, da war noch was übrig. Okay, dann kommt man mit der Flottenkapazität, glaube ich, sogar halbwegs hin. Achso, der Planet wird erst kolonisiert, deswegen können wir da logischerweise noch nicht viel bauen. Die bauen wir meines Erachtens gerade. Ansonsten sind wir durch. Also die Flottenstärke und durch diese komische Richtlinie oder den Erlass sozusagen, das funktioniert dann damit schon, ne? Das läuft? Mhm. Jetzt muss nur noch bezahlen, die Flotte. Ja, muss man sich was leihen, ne? Und nicht von mir. Wie machst du, wenn deine Flotte stationiert ist gerade, wie machst du denn deinen Plus Energie? 249. 49 gerade? 249. 249. Und im Krieg ist halt so, im Krieg kannst du ja auch Minus machen. Dafür hast du deine Sektoren, wo du dann einmal deine 10.000 Energie kriegst. Dann machst du im Krieg halt irgendwie dann die 10.000 Minus, meinetwegen, wenn der halt 10 Jahre dauert oder so, weißt du, oder 5 Jahre dauert. Und dann machst du wieder Plus, wenn du dann wieder Frieden hast. Also kann man es ja eigentlich machen, ne? Im Grunde genommen. So, Forschenden, Freunde, 10... Oh, in 10 Monaten ist diese Börse fertig. Die produziert 10 Energie als einzelnes Gebäude, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ja, aber gerade im Moment produziere ich ja auch gerade noch welche. Jetzt ist es schon wieder um 15 Energie runtergegangen. Ne? Das geht dann relativ schnell gleich mal. Hm. Ja, ich glaube, ich krieg dann richtiges Energieprobleme später. Meine Flotte wirklich vollblau, Vollaufbauer. Was hast du denn im Moment? 96.000 hast du im Moment. Oh, ist fast bei 100.000, Jungs! Ehrlich? Er hat einen Kreuzer! Was hast du denn mit einem Kreuzer was? Vor? Hab ich mich verklickt, oder was? Ja, du hast einen Kreuzer gebaut! Geil! Ja, der eine, Digga, ne? Friedensangebot! Ach du Kacke, Kelsan mit Aftyrien. Der, irgendjemand hat gerade 6 Planeten abgetreten.
Hat sich die Welt auch noch ein bisschen geändert? Die Assyrien haben verloren, wie es aussieht. Guck mal. Oh yeah. Oh Gott. Die Hasplaf, die haben ein bisschen dazu gewonnen. Guck mal, die Apathi haben keine Fortschritte gemacht, wie es aussieht. Oder vielleicht befinden sie sich immer noch im Krieg. Können oder vielleicht sein. Breiten die sich nicht so aus oder so. Kann ja auch sein, ne? Wenn die einfach Bock haben, sie sind noch. Wir sind noch ganz nett im Krieg, während. Ich guck mal, die Apathi sind gerade. Ne, hat Waffenstillstand mit Besoro und mit Eftyrien. Oh, warte mal, die Tradition ist fertig. Bams, Freunde. Ich mache jetzt mittlerweile 500 Einigkeit. Das geht schnell. Oh, das ist ganz gut. Und vor allem später habe ich ja die Gebäude dann, wenn ich echt keine Einigkeit mehr brauche, kann ich ja die großen Gebäude abreißen, Freunde. Und kann dann halt da nochmal ein bisschen Energie oder sowas nachproduzieren. So. Der Raumhafen ist ja auch durch, das heißt, hier geht es im Grunde genommen nur darum. Den kann ich auch gleich eingliedern hier in den Sektor. Hier brauche ich diesen Paradiesvogel. Wo ist er? Da, Paradieskuppel. Da, Energiehub. Und Mineralverarbeitungsanlage. Haben wir hier Mineralien gebaut? Nicht wirklich, ne? Ein bisschen was, naja, was soll's. Wie machst du denn Plus gerade? Mineralien 450. Und du? 477. Ach, siehst du, ist ja ein Hauptplanet, ne? Der verlassene Tempel. Stimmt, das war ja ein Hauptplanet. Okay. Ich habe im Moment eine Menge Planeten. Diese Flotte mal wieder nicht. Frei. Steht bei Jagd da, meine Hauptflotte. Ach, schön, diese. Ich muss jetzt gerade ein bisschen auf. Also ich habe Moment. Was soll ich jetzt machen? Jetzt schon wieder gemacht. Was für eine Scheiße. Einmal habe ich schon wieder gemacht und ich weiß nicht mehr was. Guck mal, da können wir die ja zusammen schlagen. Die Apathi, die kriegen wir nochmal platt. Die kann ich in 50 Monaten weiterentwickeln. Achso, jetzt wollte ich ja noch die anderen Schiffe bauen, genau. Oder? Was habe ich denn jetzt für welche? Warte mal. Ich habe 10 Trebuchs, 10 Onager. Guck mal hier, Föderationseinladung. Die Sacred ist in Eftyrian. Oh, Bitch. Die sind jetzt eins. Die Eftyrian und die Sacred, die sind gleich die gleichen. Klingt ein bisschen eklig, oder? Wenn du sagst, die sind jetzt eins. Aber gut. Nur wieder. Verbringt. Das heißt, wir haben jetzt hier so Blöcke in der Galaxie, haben sich so. Eis aber sicher eingerichtet. Wir zwei beide. Obelin und Otaga. Hier unten dann die Trapokien und Eftyrien. Brauche ich hier einen Schildkonsator, Freunde? Oder brauche ich hier lieber einen Nachbrenner? Das ist auch die Frage, ne? Das ist die Frage der Fragen, denke ich. Und brauche ich hier wirklich nur Gauss-Kanone oder will ich hier auch eine andere Kanone reinknallen, wie zum Beispiel diese kinetische Energie-Superkanone? Kann man echt machen, ne? Weil die können wir halt irgendwann noch weiterentwickeln. Und ich glaube, das wird dann gar nicht so schlecht. Wäre die Ripper-Kanone besser eigentlich? Eigentlich schon. Was würde die Gauss machen? Cool. Die Ripper? Mal, die Kolonie sind wirklich alles einfach. Einfach so zack. Was hat die Dors für eine Reichweite? Eine 85. Was hast du für eine Reichweite? Eine 100er. Ne, ich finde die ganz gut hier eigentlich. Ich glaube, wir machen das mal so, Freunde. Den Paladin habe ich jetzt mal ein bisschen umgeändert jetzt. Und guck mal, also wir müssen jetzt, glaube ich, ein bisschen was verlieren an der Militärmacht oder halt ungefähr gleich bleiben, aber. So, wir wollten was bauen. Wir haben, was haben wir? Die Trebuchets, die Onager, also wollten wir jetzt die. Wie heißen die guten Männer und Frauen von der Westküste? Die Skorpione wollten wir bauen. Nicht nur Geld. Komm, meine lieben Sektoren, gib mir was.
Forschung fertig. Galaktische Börse, sehr gut. Sektorlimit plus 1, das wollte ich sowieso mal forschen. Klonsoldaten-Kommandotrupps. Kosten 25 Energie und 50. Oh, krasser Damit. Ich glaube, ich werde. Na komm, ich machen die Erlasskosten billiger. Die sind dann wenigstens in. Was ist das? 16 Monaten fertig. Da kriege ich vielleicht mal was Neues sinnvoll. Also soziale Forschung, Digga, bei mir sind im Moment schon die letzten Male eigentlich relativ scheiß Dinger reingekommen, ne? Finde ich so. Ich glaube, ich habe mal ein bisschen Minus gerade gemacht an der Macht, aber das läuft schon so, Freunde, wie es sein soll. So, und ich glaube, wir haben aber jetzt neue Planeten frei. Und zwar die beiden nämlich. Also brauchen wir weitere zwei Kolonieschiffe. Was ist das hier? Brauchen wir auch ein Kolonieschiff, Freunde. Also ich habe jetzt drei weitere Planeten, die ich gerade besiedle. Aber dann wird es langsam enger bei mir im System, in meinem machst, Reich. Machst du wirklich? Machst du wirklich selber? Ja, Ja. Die haben jetzt schon drei, vier Planeten oder so kolonisiert. Dann kannst du es einstellen, den ne? Einen, beim den, Sektor. Den einen, den ich gerade entdeckt habe. Der ist schon fast voll, das ist ein Elfer und der ist. Ja, muss sich nicht drum kümmern. Ne, Jungs, man kann es also bei Sektorverwaltung, wenn die bei Sektor einstellen, kannst du es einstellen, dass die auch kolonisieren zum Beispiel. Also Weltraumabbau, Konstruktionen bauen und dann kolonisieren. Dann machen sie es selbst, dann bauen sie natürlich irgendwie was auf. Je nachdem, was ihr da auch eingestellt habt und so, ausgeglichen. Nur ich werde halt ungünstig. Ich mache es halt noch immer noch gerne ein bisschen selbst. Ich lege auch gerne noch mal selbst Hand an, Freunde. Aber ich habe 3 von 9 Sektorlimit, alles klar, reicht ja vollkommen aus. Also 9 Sektoren, Freunde, ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht. Erstmal. Wie viel Energie haben wir? Das ist halt ganz gut. Können wir gleich nochmal gucken, ob wir eine tote Welt noch irgendwie finden oder sowas. Ansonsten, was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte den Sektor hier mal vom nördlichen. Wollte ich jetzt wieder in mein System übergeben. So, und wo wir gerade nämlich dabei sind, hier haben wir nämlich, glaube ich, mindestens eine tote Welt. Das ist eine arktische, genau, die machen wir mal zur Wüstenwelt, das dauert nicht lange, aber hier war, glaube ich, die tote Welt. Und die machen wir halt auch zur Wüstenwelt, das dauert wieder ein bisschen und nimmt ordentlich viel Energie weg, aber das wäre halt auch so ein System, was sich natürlich lohnt. So, und ich glaube fast, dann habe ich alles wenigstens einen Auftrag gegeben in Sachen Terraforming, was in meinem Reich ist. Der Rest ist dann... Also ich gebe jetzt sozusagen, im Moment kann ich keine Energie mehr für Terraforming ausgeben. Das ist die gute Nachricht. Ja, Jungs, und die breiten sich immer weiter aus, hier Party. Kommt mir jedenfalls so vor. Ach ja, und jetzt haben wir hier Sacred, ist jetzt quasi eins hier mit Aftyrion. Und die Hulspuff, die macht sich auch richtig ran. Also wir müssen langsam auch mal, wir müssen jetzt erstmal Great Kunden platt machen eigentlich an sich. Und uns die Gebiete holen. Weil es oder Pobelin halt. Wir können halt auch überlegen, ob wir mit Pobelin Krieg führen und Philipp Otaka quasi damit abwehren kann und wir mit Pobelin hier vorne mal ein bisschen rangehen. Würde ich ja nicht so schlecht finden. An sich. Das klappt. Aber, wie gesagt, dazu muss man... Willst du deine Flotte gleich wieder kaputt machen? Na klar. Kaum gebaut, gleich wieder. Ach, warum? Wozu eigentlich? Ja, weg damit, ne? Ich sehe selbst, ich gehe immer mal ein bisschen mehr auf Energie gerade. Bei neueren Planeten. Hat einfach den Einfluss, dass du. Also Energie brauchst du immer. Mit Mineralien, na gut. Kann man. Wenn du mit deiner Armee so mal komplett neu bauen musst. Wenn es so passiert, ist ja noch nicht so oft der Fall. Jedenfalls bei uns im Moment nicht. 1, 2. Ich brauche 2 eigentlich. Ach ja, hier kann ich dann auch bauen. Nee, ich brauche nicht 2. Ich baue hier keine Mineralien ab. Also brauche ich 1. Das brauche ich nicht. Haben wir den Raumhafen hier schon hingesetzt? Nein. Ansonsten hier die Oberflächen sind ja durch, ne? An sich, genau. Ja, ihn können wir auch noch ein bisschen mitmachen hier. Sumpflager, ansonsten Mienter und so weiter. Den geht es auch eigentlich relativ gut, den Jungs bei mir. Muss ich sagen. Man könnte sicherlich irgendwie noch versuchen, an der Nahrung was zu drehen, Freunde.
Ja, das wäre, dass Also man, zu viel heißt oder weil was? man zu viel hat, genau. Das Problem ist, wenn die ein paar Raumstationen zerstören, ja, lass die mal 10 Raumstationen zerstören, hast du 30 Nahrung weniger bei mir. Deswegen ist halt so ein bisschen die Dann Frage. hast du aber ganz andere Probleme, wenn die 10 rumhüpfen zerstören. Ja, das ist ein ganz anderes Problem. Oh, stimmt, die haben so viel neu kolonisiert, kann ich so überall. Raumhäfen bauen, Die oder? bauen auch überall Raumhäfen. Was? Ich sehe schon, du bist hier nur weg. Die haben eine Klatsche, Mann. Das ist doch total klasse. Wozu spiele ich überhaupt hier mit dir? Wir können alles selber machen. So, Jungs, wir ersetzen mal ein bisschen was noch. Was bringt denn der Planeten? So, ist gut. Wir setzen es mal für ein normales Kraftwerk hier. Haben wir wieder 7 Nahrung weniger. Und deswegen steigt meine Flottenkapazität übelst an jetzt auf einmal. Das haben wir gerade gemacht, ne? Ja, lol. Jetzt komme ich nicht hinterher mit Na, hier können wir bestimmt hier mal ein bisschen Nahrung abreißen. Ersetzen in. Ich bin im Moment so ein Typ, lass mal lieber ein bisschen mehr Energie produzieren, Freunde. Vor allem, ich mache jetzt gerade 43 plus und du machst 250 plus und du sagst ja, du brauchst Energie, du brauchst Energie. Korrekt. Hier. Ja, ein Planet für mich macht 35 Nahrung. Ich glaube, da können wir mal irgendwie. Wer hat denn den gebaut? Sag mal, irgendwie eine Klatsche oder was? Abreißen. Kraftwerke ohne Ende bauen. So, dann warten wir erstmal, bis die ganzen Dinger sozusagen abgerissen sind. Dann gucken wir weiter. Dann wollten wir das Ding hier kolonisieren. Wenn die ganze Kolonisierung. Ach, ja, das scheiß drauf. Wenn die ganze Kolonisierung fertig ist, da freut mich dann schon. Und hier haben wir noch weitere zwei Planeten, die wir auch noch kolonisieren können. Das ist ja auch ein Planet, du. Das ist ein kompletter Forschungsplanet hier schon wieder, ne? So, meine Armada ist bei. Oh, warum eigentlich? Achso. 5 werden ja noch gebaut. Ich werde nicht ganz auf 100.000 kommen, Digga. Leider. Erstmal. Obwohl wir eigentlich noch 10 von den Schlachtern nachproduzieren können, oder? Von den Paladin-Klasse, Freunde. Komm, wir bauen mal noch ein paar von der normalen Paladin-Klasse. Zack. Hört sich gut an. Zack. Ja. Jetzt langsam habe ich halt die Wirtschaft dazu, um halt auch wirklich mal ein bisschen was zu bauen. Und die Flottenkapazität, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, ne? Der Witz ist, jetzt haben wir schon so viel gebaut und sind trotzdem noch haushoch, also einzeln haushoch unterlegen, ne? Gegenüber zum Beispiel Japati oder so. Philipp ist jetzt bei 104.000, er behält übrigens den Kreuzer. Der kennt ja nichts. Brauchst du immer den gleichen Schlachter eigentlich oder hast du auch verschiedene Klassen? Nee, einfach, hier einfach. Wie? Einfach immer den gleichen? Warum nicht? Ach ja. Man kann hier so viel machen und Philipp sagt sich, nee, du. Juckt mich nicht. Gensoldatenarmee. Also ey, ganz ehrlich, bei Sozialforschung kriegst du echt nur Schrott. Also hier, finde ich. Hier, für wie viele Monate? 78 Monate ist die Schadenspunkte der Armee um 10% erhöht. Was soll das? Ich kann auch eine Gensoldatenarmee bauen lassen. Hier, bauen wir die Gensoldatenarmee. Werde ich wahrscheinlich nie produzieren. Aber, ne? Ich freue mich in 29, 28 Monaten jetzt, Digga. Da freut mich. Da ist nämlich die rote Strahllanze quasi, wird zur blauen Strahllanze. Wenn man es mal so formulieren möchte. Das sieht dann schon wieder ganz gut aus. Du alle zum Mars. Ja. Ja, ich werde auch auf über 100.000 kommen. Das ist schon mal gut. Aber jetzt sieht natürlich auch Ressourcen gehen jetzt auch schon wieder runter hier, was ich hier produziere, merke ich.
Das ist merklich, Sticker, merklich. Das, was du jetzt plus machst, wenn du so viel Flotte produzierst danach. Soll ich hier Assoziationsstatus mit dem Hassblast? Dann lass uns, wenn wir jetzt versuchen, wenn wir jetzt Freunde gewinnen können, lass uns das machen. Nein. Wir können trotzdem gegen andere immer noch kämpfen. Wen willst du jetzt dazu holen? Wen, den du dazu hast, könnte dafür den Ausschlag geben, dass wir in der Party kämpfen müssen. Wir sind doch stark genug, um die Popelin locker platt zu machen und Otaka. Oder bin ich? Ja. Haben die 100.000 Namen. Ja, ja, du spinnst. Ja, ich guck mal, wir hatten auch schon Probleme mit den Sacred, mit den Trakbokien. Also Popelin ist meiner Flottenstärke unterlegen. Ich greife jetzt gleich Popelin an. Die können nichts. Was sollen die denn können? Oh Mann. Die überrennen dann lass uns wenigstens mit dem, dann lass uns wenigstens mit dem Hassblatt. Die haben uns noch niemanden. Dieter, die Hassblatt können uns doch gar nicht angreifen. Die können doch nirgendwo durch. Die Hassblatt ja, haben auch noch nie was gemacht. Ja, die haben gerade gegen die Aftyrien gewonnen. Aber die haben nichts, ne? Relative Flottenstärke unterlegen, Kapazität unterlegen. Technologie ebenwürdig, die sind schlecht. Willst du dich mit den Leuten zusammentun, die schlecht sind? Nee, aber besser als komplett ganz alleine. Also ich glaube persönlich, da funktioniert über die Tanze, also und die Pummeln hassen mich, ne? Die hassen mich. Oberherr von Star Realm, aha. Vielversprechender Akt. Die Kielsahn und die Hasblach. Hat Föderationsassoziationsstatus, was heißt denn das? Genau das. Hat Defensivwart kommen, das ist das Wichtigste. Otaga. Und Sakit Star Empire, das ist ganz hinten am Arsch der Welt. Ja, easy, machen wir platt. Popelin. Ne? So, Philipp wird sich das jetzt nochmal ganz kurz, wird jetzt sozusagen nochmal überlegen, was das für ihn heißt. Wir machen dann gleich sozusagen, Vega natürlich, hat natürlich schon wieder geklingelt, wo ich natürlich wieder nicht aufgepasst habe. Na, wer passt noch hier auf, Freunde, ne? Also ich passe nicht auf. Oh mein Gott, du hast mich gerade überholt, oder? Wie überholt. Bin ich bei dir vorbeigeflogen? Ja, relativ Militärstrecke. Kann sein. Kann ich wenigstens den Krieg führen. Ja, genau, dann bist du derjenige, der die Juni festlegt. Oh, ich meine nur noch 75 Nahrung plus, Digga. Oh, ich muss aufpassen. Da müssen wir aufpassen langsam. Das gefällt mir nicht. Jetzt können wir eigentlich wieder. Da müssen wir abbrechen. Ne, die schon. So, Freunde. Also, würde sagen, ist ein bisschen schade, dass ich im Moment gar kein Mineral sozusagen gespart habe. Wir werden nächste Folge, ich nehme mal noch eine Aussage, dass wir Popelin angreifen und einfach gucken, ob die Otaga dann irgendwie zurückkommen oder was die machen, keine Ahnung. Vielleicht nimmt auch Philipp ein bisschen was von den Otagern dann ein, ne, dass er, ich weiß nicht, was er da einnehmen kann. Bastamore oder sowas, ein schönes Gebiet da. Und Hetze vielleicht, dass er so im Ordner den ganzen Raum da für sich sozusagen hier gewinnt. Ne? Dass er auch so zum Eisgraben quasi so ein bisschen sein Reich ausbreitet. Und ich meine, irgendwann müssen wir das machen, ne? Irgendwann wollen wir auch Krieg führen. Und die Popelin sind auch nicht groß. Die können wir, glaube ich, auch relativ schnell einnehmen dann mit mehreren Kriegen. Gucken wir einfach mal, Freunde, ne? Also, bis dann.